Willkommen zurück zu einem Let's Play Watch Dogs Bad Blood. Wir spielen immer noch T-Bone und ja, es ist am Regnen, es schüttet wie sonst was. Wunderbares Wetter. Wir brauchen ein Auto, nehmen wir uns mal das, dieses kleine Pistol. Wir gehen auf die Karte und... Den brauchen wir eigentlich nicht. Dann ist es Schnellreise, Schnellreise, Schnellreise. Wir können eigentlich auch die Schnellreise benutzen. Oh, ich will die Schnellreise benutzen, so. Dann kommen wir zur nächsten Aufgabe, die wir dann jetzt mal erfüllen werden. So, wir sind hier. Ach, das ist unser gutes Heimchen. Und da oben haben wir die Hauptmission. Die Bedürfnisse weniger. So, so. Jetzt können wir hier die Pfeiler benutzen, als ich das geskillt habe. So. Jetzt dann, ups, müssen eh drücken. Eins konnte dabei erst einmal gut, mir auf den Sack gehen. Aber er ist abhängig und wird mitspielen müssen. Und wenn es eine Chance gibt, ihn da rauszuholen, dann schulde ich ihm es auch. Und ich riskiere eine ganze Menge dabei. Soweit ich weiß, hat er mich bereits verpetzt. Scheiße. Eine Petzliese, so, so. Wir den mal ein bisschen Geld schadet nie. Warum hätte sich einfach bei unserem von so einem Ding dort machen konnten, verstehe ich auch nicht, aber jetzt halt's. Ja, dann gehört halt hier rein. Ich finde den Smiley auf dem Rucksack so lustig. Hacken. Geht's abwärts? Ich würde sagen, oder auch nicht, oder wie? Ich kann nicht runterspringen, ist auch heute. So, dann laufen wir hier. Das ist sensationell. Unfassbar, dass du hier lebst. Nicht mehr. Ich sollte längst raus sein. Wir müssen rausfinden, wie viel Blumen für deinen Kopf bietet und wer es bekommt. Garderobe. Ich brauche einen Weg zurück in Blumensysteme. Unser Date gestern lief nicht so gut. Ich muss einen CTOS-Zugangspunkt finden. Einen weniger Nachtrag. Deinen alten Think Tank. Gibt es den noch? Blumenkorb? Ja, gibt's noch. Ich durchsuche manchmal hier den Müll nach Ersatzteilen. Aber unterschätze ich noch einen Aufzug. Ich habe vielleicht als Hacker angefangen, doch Blumen hat Geld reingepumpt. Du darfst diese Typen niemals unterschätzen. Das Pizzakarton ist da mit Ingenieurskunst. Verrückte Wissenschaftler mit endlos Budget. Na, mit den paar Nerds und ihrem Spielzeug komme ich schon klar. Ich bringe Eugene mit. So. Jetzt dürfen wir hier das Ding benutzen. Juhu. Ist sich da wohl hinter versteckt. Hier, Junge. Ach, es ist ein Hund dort. Kein Hund. Okay. So viel dazu. Ist das ein Hund? Der antwortet mir direkt. Ich sehe schon, T-Bone belauscht uns. Also, Vorsicht, Leute. Ah, ein Spielzeugauto. Wo müssen wir denn? Da müssen wir. Interessant, wir haben das jetzt gemacht, nur um ein Spielzeugauto zu haben. Na gut. Wir wollten schon auch später noch einigen Battle zu geben, so viele Sachen wie da zum Zerstören sind und so. Viele Deckungsmöglichkeiten. So, wir müssen jetzt nach oben. Ich bin bereit für Blumenforge. Und wenn es an der Tür klingelt, machen die auf. Ich glaube kaum, dass diese Typen an der Tür klingeln. Oh Mann, diese... Was geht's? Lass mich raus. Gut, und es ist immer noch am Regnen. Mensch, Mensch, Mensch.
gibt's hier nur Scheißwetter. Wir hätten es Heavy Rain nennen sollen. Ist doch eben das oder das ist ja nicht doch das. Das sind Auto, das ist wohl noch beschissener. 3700 Meter. Die Schnellreise ist natürlich nicht verfügbar. Was wir denn hin? Ach du Scheiße, da hinten. Da haben wir ein gutes Stück vor uns. Machen wir die Musik aus. Hallo? Der Stopp, geht doch. Weasel News. Ups, das war falsches Spiel. Der DJ mit der Rattenmaske brach seinen Auftritt nach einem Zusammenstoß mit dem vermeintlichen Retter Aiden Pierce ab und floh. Die Fans blieben verwundert zurück. War der Vorfall gestellt oder war Default nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Wie auch immer, die Verkaufszahlen für Defaults neues Album steigen. War Defaults nicht dieser komische Hacker, den wir gejagt haben und umgelegt haben? Im Rampenlicht stehen und komplett anonym bleiben. Das gibt es nur in Amerika. Ich frag mich, was er unter der Maske versteckt. Anscheinend. Durch den Kommentar. Weil da hat er diese komische Mickey Mouse, Cyber Mickey Mouse Maske getragen. Nochmal. Der Chicago South Club hat sein kriminelles Oberhaupt, Dermot Quinn, erst kürzlich verloren. Doch schon letzte Woche hat die Polizei dessen Sohn Neil Quinn wegen seiner Verwicklung in eine Reihe von Brandanschlägen im Bezirk Madmile gefragt. Obwohl keine Anklage erhoben wurde, will die Polizei Druck auf den Club ausüben, um den Aufstieg eines neuen Nacken zu verhindern. So. Ich muss sagen, so unglaublich viele Arschlöcher da draußen, die gerne in seine Fußstapfen treten würden. Na, ja, das ist wohl wahr. Ja, das Macherfeld ist immer noch jetzt hier, Watch Dogs sind halt immer noch unter Performance-Einbrüchen beim Fahren. Ich jetzt gerade sehe, ich fahre hier teilweise mit 70 Frames rum und die gehen einfach mal auf 30 oder was runter. Ja. Das ist schon heftig. Und ich sehe gerade, man hat schon die GPS auf der Karte. Was ich gut finde, im Gegensatz zu so einem GTA oder so, was man nur auf der Karte sieht. Und ich achte trotzdem nicht drauf, weil ich Entschuldigung, dass ich am Gehen bin, aber es ist schon spät und so. Und man ist müde von der Arbeit, aber was soll's. Ich nehme trotzdem auf und zeige euch das Spiel so gut es geht. Ja, ich wurde auch darauf hingewiesen, dass man nicht gelangweilt klingt beim Spielen. Es kommt darauf an, weil ich bin ehrlich, ich klar finde das Spiel super interessant und so, hab auch Spaß, aber zum einen, weiß es ist doch dasselbe, aber ich spiele es trotzdem gerne, weil es halt wieder ein bisschen was Neues ist und auch wenn man es schon kannte. Deswegen so am Rande. Wie zum Beispiel jetzt Watch Dogs habe ich eigentlich auch satt gehabt durch die Kampagne, aber durch dass wir jetzt T-Bone spielen, hoffe ich mir einfach mal noch mehr noch Abwechslung. Die neue Taktik, so haben wir denn hier überhaupt Gegner? Schauen wir doch mal. Ja, die beste Kamera überhaupt gehackt. Dann schleichen wir da einfach mal ein bisschen hier irgendwie rein. Nehmen wir uns einfach mal die Waffe. Ich weiß nicht, ob wir die Leute erschießen sollen oder so. Ah, hier können wir lang, okay. Und ja, da haben wir doch Gegner. Und ja, sind auch scheinbar böse. Gut. Haben wir denn nicht irgendwo eine Kamera, die man hacken könnte? Da haben wir doch irgendwas, oder? Schleichen wir uns mal hier langsam durch. Verdammt. Ich meine es ernst mit der Security hier. Ja, das sollst du bitte mal hinterbleiben. Danke. Können wir springen? Komm. Okay. Was haben wir denn hier? Da um die... Legen wir den erstmal... Oh. Da kommt uns einer gefährlich nah.
schon Bullet Time, ups. Natürlich muss ich jetzt hier die Leute auch nicht killen und so, aber... Sag mal so, vorsichtshalber ist es besser. Headshot. Ist der jetzt da oben drauf oder wie? Anscheinend ist er da oben drauf. Wie kommen wir denn hier hoch? Gehen wir nochmal hier lang. Sieht ja noch so eine Baustelle aus, vielleicht kommen wir hier irgendwo. Hat man einen Lift oder so? Aber das scheint nicht so zu sein. Hm. Kann auch nirgendwo rein. Da ist eine Leiter oder so. Nee, 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 sieht nicht so gut aus. Aber wir können uns jetzt schon mal frei bewegen. Oh, deswegen haben wir noch einen Geldautomaten. Kann ich mal eben ein bisschen Geld abheben. Eine Hauptmission, wisst ihr. Zock. Hm, 600. Das ist sehr viel. Aber besser als nichts. Mensch, 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 wo soll man denn hier hoch? Ah, okay. Hinten muss man nur sein. Da kann man anlocken. Aber hier ist ja hier nur noch einer. Wie es scheint. Da hier finde ich wenigstens die Steuerung bis dann vielleicht zu Dead Rising. Aha, so viel zu, ist nur einer hier. Okay. Nein, du hast mich nicht gesehen. Lauf da lang, genau. Wir schleichen uns langsam an ihn ran. Oh, wow, 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 wow. Fuck. Okay. Glück gehabt. Hat der vielleicht eine neue Waffe da liegen? Ne, schade. Aber wir haben Pistolenmunition bekommen. Gut. Laufen wir heute mal hier lang und haben mal die Ohren offen. Augen und Ohren. So. Cool finde ich jetzt in der Bullet Time, wenn der Regen so da runter prasselt. Das sieht, wie ich finde, mega geil aus. Dachte den nicht aus sich. Gut. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich brutal, was das angeht, aber... Und zack. Und wie man sieht, schon hat man mal das Gebiet sauber. Schon ist hier kein Sperrbereich mehr. So gut, Munition haben wir auch wieder. Ich bin halt einer, der alles sicher macht. So. Bisschen hier rein. Gut. Moment. Wir haben hier was aufgebaut. Was ist das denn? Die Überraschung werde ich ihn verderben. Was ist das? Na egal, hacken wir mal. So, so. Okay. Kann man so machen, so. Ja, hups, das war schon richtig. Und so. Oh, oh, oh. Türkisch. Was ist das denn? Mit Lasern zu tun. Welche Art? Laser. Wie viele gibt es denn? Also, allein in der Gaslaserfamilie gibt es 8 Typen. Stickstoff, Kohlendioxid, Argon. Alter, Security Laser. Oh, oh, das sind meine. Was? Ja, toll. Kannst du sie überbrücken? Nein, ich meine, ich habe sie bestellt, bevor ich von Bloomforge wegbefördert wurde. Unglaublich, dass sie die noch haben. Die stehen einfach auf Retrotechnik. Aber wenn du nur einen berührst, geht Bloomforge offline, um das System zu schützen. Warum sieht das eigentlich hier so komisch aus? Wenn ich drauf schieße, bringt das irgendwie nichts, ne? Ja. Kann auch nichts machen. Dann laufen wir einfach hier lang. Na gut. Wir müssen einfach nur in den Schrein laufen, okay. Sollte ja machbar sein. Eine Kamera. Hätten wir gar nicht reingemusst oder wie? Egal.
denn hier so? Okay, und wir kommen das hier weg. Wie lange fahre ich denn jetzt hier mit dem Aufzug? Alter, hallo. Endlich. Alter, wo sind wir denn hingefahren? 300 Meter unter die Erde oder was? Oh, jede Menge Spielzeug von Tobias. Aber ist noch bis jetzt noch keine Herausforderung. Jetzt. Schauen wir hier. Aha. Hier ist kein Durchkommen für mich. Eugene? Ach, dann können wir jetzt wahrscheinlich... Ah, okay, dann nehmen wir das Fahrzeug. Und jetzt dürfen wir hier beschleunigen, bremsen, Spezialfähigkeit aktivieren, betäuben. Okay. Eugene hängt an meinem Handy. Also alles, was ich von hier aus kann, sollte ich auch über seine Kamera machen können. Wir haben Rose und mich in ein neues Blumenlabor versetzt, um dort ein neues Projekt... Das haben die Streber wohl nicht kommen sehen. Operating System, oder kurz TDOS. Kann ich das jetzt auch retten oder nicht? Ich würde das gerne hacken, aber ich darf hier noch nicht. Ein paar dreckige Weicheier, als sie mich Tobias nannten. Und dass er mich nur Fruhe nennen würde. Sieht schon cool aus, das Teil. Hätte ich auch gerne. Oh, Junge, 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 auf zu labern. Jetzt kann ich es nochmal hacken. So. Toilette. Und jetzt wieder ab nach Hause. Okay. Sieht aus, als müsste ich das ein bisschen umleiten, um es auszuschalten. Oh, das ist mal auch was Neues. Ups. Das ist mal ein neues Feature. Ziemlich cool. Zum hier noch was hin. Gut. Fahren wir nochmal hier weiter. Können wir hier in die Toiletten rein? Ne? Das Auto haben wir auch. Stimmt, das wird später noch lustig. Dann haben wir wahrscheinlich hier alles. Wachen, Laser. Das hier ist und alles. Und. Wie du, Pur. Danke. Schätze ich. Woran hast du gearbeitet? Also Vorblut. Modulare Steuer. Oh, das war knapp. Bei Druckänderung ausbreiten oder zurückziehen. Oh, und Laser natürlich. Definitiv wie du. So. Hier sind ja echt eine Menge. So, so, so. Schauen wir mal hier. Systemschlüssel, nur von Fiedrich. Tja, das war's doch. Sieht aus, als müsste ich mich durch die Tür hacken. Müssen wir schon mal hier noch mal dran liegen haben. Haben wir nicht, aber wir müssen wieder hier unser schön Fahrzeug einsetzen. Dann fahren wir mal weiter. Oh, hier haben wir auch Gegner. Okay. Okay. So, das ist natürlich super. Ja, stimmt auch, ich kann die Gegner betäuben damit. Nochmal neu. Beziehungsweise, ich glaube, wir machen jetzt an der Stelle nochmal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein.